Hey Leute, willkommen zurück und heute wollen wir uns mal ein Video angucken von Brust raus, Männlichkeit und Psyche, warum Männer oft heimlich leiden. Das Thema Männer und Weinen, weinen Männer zu oft, dürfen Männer weinen, Männer und Emotionen, wirklich ein schwieriges Thema, was ganz viele Leute entweder auf der einen Skala, auf der einen Seite des Spektrums verstehen oder auf der anderen, also entweder ist es extrem auf der einen Seite oder extrem auf der anderen Seite, aber wir wollen uns mal angucken, was heute hierzu gesagt wird. Ich habe das Ganze auf 1,5-facher Geschwindigkeit, so wundert euch nicht. Wenn ihr euch fragt, was einen echten Mann so ausmacht, keine Sorge, TikTok. A true masculine man has the capability of being both violent and loving. A true man knows how to hold his emotions properly and will never break. I do firmly believe that a man should pay for everything. And men, when they're in the protective provider space, they also thrive. Also Männer sollten für alles zahlen, da gehe ich schon mal nicht mit. Ansonsten ist es natürlich ein truer Punkt. Ich glaube, für dich als Mann ist es schon ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt. Also wir werden da jetzt ganz viel drüber reden, über dieses ganze Emotionsthema, was völlig daneben geht, auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite. Manche Leute sind so, oh, Männer dürfen gar keine Emotionen zeigen. Andere sind so, Männer sollten ganz viele Emotionen zeigen. Und ich glaube, die gesunde Mitte liegt irgendwo dazwischen. Und keiner von diesen beiden Seiten kriegt das so richtig hin, da diese Mitte zu treffen. Aber das ist gleich mehr. Das klingt halt schon nach sehr vielen Anforderungen, die nicht nur Druck auslösen können, sondern auch überfordern. Und nur kurz an der Stelle, in diesem Video werden wir über psychische Belastungen und ihre möglichen Auswirkungen und Folgen sprechen. Wenn ihr euch mit diesen Themen nicht wohlfühlen solltet oder ob sie euch triggern, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Es triggert mich, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Tschüss. Nein, Spaß, diese ganze Trigger-Sache, witzigerweise, habe ich ein sehr schönes Video von einem Psychologen die Tage zugesehen. Das hat er nicht in dem spezifischen Video erwähnt, aber diese ganzen Trigger-Sachen scheinen tatsächlich psychisch eher schädlich zu sein als hilfreich. Ich glaube auch, dass es wenig hilfreich ist, sich ständig vor allem zu verstecken und sich nicht mit schwierigen Sachen auseinanderzusetzen oder zu konfrontieren. Klar gibt es so eine kleine Gruppe von Leuten, die vielleicht wirklich krasse posttraumatische Belastungssachen mitgenommen haben von irgendwelchen super, super traumatischen Ereignissen und wo es dann problematisch werden kann. Das ist aber, glaube ich, ein ganz kleiner Prozentsatz der meisten Leute. Von daher, ja. Woher kommen diese ganzen Ansprüche eigentlich? Und vor allem, was macht das mit der mentalen Gesundheit von Männern? Darüber zu sprechen, ist in unserer Gesellschaft oft noch ein Tabu. Umso wichtiger ist noch mehr zu tun. Darüber haben wir einmal mit Issa vom Kanal Brudi gesprochen. Er hat Depressionen und klärt dazu auf Social Media auf. Okay, ich werde online über das Thema Depressionen und generell Emotionen reden, vor allem bei Männern. Und ich dachte mir damals schon, ich muss halt Sport machen und gut aussehen und stabil sein, damit ich halt über sowas reden darf, damit mir niemand sagt, ja, du hast so oder so keine Ahnung von Männlichkeit, so wie du aussiehst. Das war der Gedanke, den ich damals leider hatte. Und das hat mich schon unter Druck gesetzt. Und wir haben auch mit Michi darüber geredet. Er hatte ein Burnout. Gerade was das Thema so mentale Gesundheit angeht, ne, ist es oft so, dass die Männer ja strapazierfähiger sind. Gerade auch bei dem Thema Burnout, ne, das ist ja so eine Sache wie, das passiert nur den Managern, was absoluter Schwachsinn ist. Also das ist auch ein komplettes Stigma bei diesem Thema, was ich tatsächlich früher auch selbst gedacht habe. Wir sprechen heute über Gefühle. Das passiert nur den Managern, habe ich noch nie von gehört. Ich glaube generell sind Männer auch ein bisschen emotional strapazierfähiger als Frauen im Mittel. Macht aber, glaube ich, nicht den Riesenunterschied, das ist sehr individuell. Schwäche, Verletzlichkeit von Männern. Und warum das so wichtig ist. Ich würde sagen, let's go. Schon und dann auch wieder nicht. Wir haben über Schönheitsideale bei Männern gesprochen und wie die unter Druck setzen können. Dabei war sehr schnell klar, was für eine große Rolle auch die Psyche und das Männlichkeitsbild dabei spielt. Und da musste ein eigenes Video her. Wir haben zu dem Thema auch eine Nachricht von euch bekommen, die zum Nachdenken anregt. Ein Mann soll stark sein, aber auch sensibel. Er darf nicht weinen, soll aber Gefühle zeigen. Muss beruflich erfolgreich sein, aber auch daheim 50% der Care-Arbeit übernehmen. Er soll dominant sein, aber bitte nicht zu sehr, sonst ist er ein Macho und Mansplainer. Er soll sich pflegen, aber nicht zu viel, sonst ist er feminin. Einige Männer wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen oder dürfen. Ja, ich behaupte sogar, die Gesellschaft ist sich nicht mehr einig, was ein Mann eigentlich ist. Beschrieben wird hier vor allem der... Das ist ein sehr guter Punkt. Sehr, sehr interessante Nachricht. Ich würde auch zustimmen, dass viele Sachen von denen, das sind so Doppelansprüche, die man manchmal an Männer hat, die natürlich auch beide, die du ja nicht alle erfüllen kannst und auch gar nicht erfüllen musst. Ja, also der Mann soll stark sein, aber auch sensibel. Ich glaube auch, das ist so ein Punkt, viele Frauen wünschen sich einen starken Mann, aber gleichzeitig auch irgendwo ein Mann mit Zugriff zu seinen Emotionen. Und das ist eben das, wovon ich rede. Es geht darum, so einen gesunden Mittelweg zu finden. Aber das beschreibt ganz gut das Problem, das tatsächlich viele Männer heutzutage haben und warum viele Männer irgendwie irritiert sind und verwirrt, was das eigentliche Männlichkeitsding angeht und deswegen alles so verteilt ist über der ganzen breiten Masse und niemand genau weiß, was Sache ist. Was ein Mann eigentlich ist. Beschrieben wird hier vor allem der Konflikt zwischen alten und neuen Rollenbildern. Dass wir moderner werden wollen, aber irgendwie auch noch am Alten hängen. Und das sorgt für Verwirrung und Überforderung. Eine Sache, die dabei immer wieder aufkommt, Emotionen, Weinen und über Gefühle reden. Für Issa war das nicht immer ein einfaches Thema. Also in der Vergangenheit war das schon des Öfteren so, dass es hieß, als Mann, du darfst nicht weinen, du darfst nicht zu viel Emotionen zeigen und generell, dass dieses Thema Emotionen eher was für Damen ist. Und auch wenn man über Emotionen gesprochen hat, dass es hieß, yo, so, Männer reden nicht über sowas. Männer fressen einfach alles in sich hinein. Okay, ich will da vielleicht kurz darauf eingehen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der irgendwie nicht verstanden wird. Also ich glaube, oh, mein Adblock wurde aktualisiert. Ich danke. Ich glaube, der Punkt ist folgender.
du willst niemals nicht in Verbindung mit deinen Emotionen stehen. Das ist ein Problem, was viele Männer haben, dass sie mit ihren Emotionen nicht in Verbindung stehen. Der Punkt ist, wenn deine Emotionen da sind, wenn sie erstmal da sind, dann sind sie halt da, dann musst du auch mit denen arbeiten und du musst lernen, wie du gut mit deinen Emotionen umgehen kannst. Und unterdrücken ist nicht das, was es bedeutet, gut mit deinen Emotionen umzugehen. Guter Umgang mit Emotionen ist nicht unterdrücken, sondern du musst die Emotionen wahrnehmen, du musst sie spüren, du musst sie in deinem, ich sag mal, Körperfeld sein lassen können, du musst sie aushalten können und dann verschwinden sie in den meisten Fällen auch wieder. Guter Umgang mit Emotionen in meiner Erfahrung oder meiner Meinung nach ist der eine Dreh- und Angelpunkt für ein erfolgreiches oder unerfolgreiches Leben. Und das bedeutet nicht, dass man seine Emotionen unterdrückt oder nicht wahrnimmt, wie ich gerade schon gesagt habe, sondern es geht darum, dass man seine Emotionen dementsprechend disziplinieren kann. Und disziplinieren heißt nicht unterdrücken, sondern disziplinieren heißt wahrnehmen, sie zulassen, aber gleichzeitig nicht dein komplettes Leben davon bestimmen lassen. Ich glaube, das ist so der gesunde Mittelweg. Frauen wollen sicherlich Männer, die stabil sind. Frauen suchen sich oft Männer, die emotional stabil sind. Gleichzeitig ist es ganz wichtig, dass du auch, wenn dann Emotionen da sind, die ausdrücken kannst, du sagen kannst, ja, das ist gerade der emotionale Zustand, ist ja auch völlig in Ordnung, aber eben dann nicht in diesem emotionalen Zustand versinkst, nicht in deiner, keine Ahnung, Opferrolle, in deiner Traurigkeit auf Dauer versinkst. Natürlich ist jeder mal traurig bei normalen Lebensereignissen, das ist ja was ganz Natürliches, aber es geht, glaube ich, darum, dass man sein Leben nicht permanent von seinen Emotionen bestimmen lässt, aber trotzdem einen gesunden Umgang mit Emotionen hat, wenn sie denn da sind und weiß, wie man in dem Moment optimalerweise mit Emotionen umgeht. Sowas lernt man zum Beispiel durch Meditation. Das heißt, zum einen ist es wichtig, emotional stabil zu sein und auch daran zu arbeiten, immer emotional stabiler zu werden. Das Ganze ist witzigerweise, also es funktioniert alles durch Meditation, meiner Meinung nach, oder viel funktioniert durch Meditation, dass man sich seine Emotionen im Körper, denn da sind sie, da treten sie zuerst auf, bewusst wird, dass man die Emotionen wahrnimmt und dass man sie da sein lässt und auch merkt, wie sie dann mit der Zeit wieder rausfließen. Am besten, ohne sich dazu irgendwelche Geschichten im Kopf zu erzählen. Ne? Also ich kann eine gewisse Emotion fühlen und dann kann ich mir eine Geschichte dazu im Kopf erzählen. Ja, ich bin traurig, weil dies und das, weil dies und jenes. Aber das ist auch wieder nur Ablenkung von der Emotion. Das ist auch wieder, ich setze mich nicht mit Emotionen wirklich auseinander, sondern ich lenke mich davon ab, weil es irgendwie nicht so angenehm ist. Es geht darum, die Emotionen im Bewusstseinsfeld zu spüren und dann aber auch weiterziehen zu lassen. Und so lernst du halt auf Dauer, jedes Mal, wenn eine Emotion aufkommt, die Emotion zwar wahrzunehmen, das heißt, sie da sein zu lassen, sie zu erlauben, und das ist der ganz wichtige Teil, das ist der Anti-Unterdrückungsteil, aber gleichzeitig, weil du weißt, okay, das ist jetzt eben wie so eine Wolke am Himmel, die jetzt da ist und die gleich vorbeiziehen wird, dich nicht davon, oder dein Handeln nicht zu sehr von deinen Emotionen beeinflussen zu lassen. Und so hast du halt die perfekte Zusammensetzung von einem sehr stoischen Mann, der über seine Emotionen oder der deine Disziplin im Umgang mit seinen Emotionen hat, der aber gleichzeitig kein Emotionsunterdrücker ist, seine Emotionen zulassen kann und auch über seine Emotionen sprechen kann, aber optimalerweise eine nicht zu intensive Geschichte aus seinen Emotionen macht, weil dich das nur wieder von dem eigentlichen Punkt, von der eigentlichen Emotion, die in deinem Körper ist oder wahrscheinlich sogar war, sie ist wahrscheinlich in dem Moment, wo du darüber redest, gar nicht mehr da, ablenkt. Das ist der entscheidende Punkt. Eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, wenn du das drauf hast, meiner Meinung nach, dann hast du so einen sehr großen Schlüssel für ein erfolgreiches Leben gefunden. Das ist mir damals beim Meditationsrückzug, wo ich 10 Tage im Kloster war, klar geworden, dass fast alle Probleme in meinem Leben und auch in dem Leben aller anderen Personen, die ich so beobachten kann, in meinem Umfeld immer darauf zurückzuführen ist, dass die Leute keine emotionale Disziplin haben. Und wie gesagt, emotionale Disziplin ist nicht emotional unterdrücken. Das ist genau das Gegenteil. Man fühlt seine Emotionen, man nimmt sie wahr, aber man lässt sich eben auch nicht völlig von ihnen vereinnahmen. In Deutschland wird bei doppelt so vielen Frauen eine Depression diagnostiziert als bei Männern. Bei einer Diagnose kann sie auch behandelt werden. Wird eine Depression aber verheimlicht oder übersehen, kann das schlimme Folgen haben. Eine davon, Suizid. Wenn wir uns jetzt die Zahlen der jährlichen Suizide anschauen, sehen wir, dass zwar Frauen laut der Statistiken öfter Depressionen diagnostiziert bekommen, aber rund 75% der Suizide von Männern begangen werden. Runtergerechnet sind das 19 Männer pro Tag, die sich das Leben nehmen. Damit ist die Suizidrate von Männern 3-mal so hoch als bei Frauen. Das sind krass erschreckende Zahlen, denn Depressionen und auch andere psychische Probleme werden bei Männern oft noch übersehen. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen haben Männer gerade am Anfang einer Depression oft andere Symptome als Frauen. Sie sind dann zum Beispiel schneller gereizt und aggressiv. Auch ein größeres Risiko und Suchtverhalten können dazugehören, wie zum Beispiel verstärkter Alkoholkonsum. Überhaupt leiden Männer häufiger an Suchtkrankheiten, woraus sich wiederum vermuten lässt, dass das eine Art der Betroffenen ist, mit den seelischen Problemen umzugehen. Zum anderen gehen Männer seltener zum Arzt und sie neigen eher dazu, ihre psychischen Probleme zu verstecken, auch eben vor Ärzten. Es wird also vermutet, dass die Dunkelziffer an Männern mit Depressionen höher ist, als sie die Statistik erfasst, wie so oft bei Themen, bei denen sich Betroffene nicht trauen, darüber zu reden. Und das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte. Männer leiden oft leise, unbemerkt und heimlich. Psychische Probleme werden eher verschwiegen und verdrängt. Es hängt vor allem mit
veralteten Geschlechterrollen zusammen. Also Dinge, die mit Männlichkeit in Verbindung gebracht werden. Etwa. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen der Streitpunkt, den es aktuell auch in dieser Debatte immer wieder gibt. Da hast du Leute wie zum Beispiel den Klaus Thiele, wenn ihr den nicht kennt, sehr interessanter YouTuber, der auch in dem ganzen Flirt-Red Pill-Bereich unterwegs ist, der sagt, es liegt eben nicht daran, dass wir so sozialisiert wurden, oder es liegt nicht nur an der Sozialisierung, es liegt sicherlich auch an der Sozialisierung, denn das ist ja klar, wenn dein Vater dir jetzt zum Beispiel deine Kinder permanent erzählt, Alter, du darfst nicht weinen, das ist Schwäche, du darfst das nicht, dann ist es natürlich, dann hast du es natürlich gelernt, dann hast du es auch sozialisierungsmäßig gelernt. Aber was zum Beispiel Leute aus der Red Pill-Community immer viel argumentieren, ist, dass es daran liegt, dass Frauen eben diese Männer, die sehr, sehr emotional sind, nicht als Partner wählen, wo sicherlich auch was dran ist. Ich glaube, es ist eine Kombination aus beiden Elementen und es hat alles damit zu tun, dass die meisten Leute einfach überhaupt keinen guten Umgang mit ihren Emotionen haben. Letztlich denken, dass entweder man sich von Emotionen komplett abschotten muss, was völliger Blödsinn ist, wie ich gerade schon gesagt habe, oder denken, dass sie jetzt unglaublich emotional sein müssen. Alles ist nur noch Emotionen und natürlich haben sie dann auch ihre Probleme mit Frauen, die auf sowas, auf seinen pur emotionalen Mann tendenziell auch keinen Bock haben. Außer du hast eine sehr maskuline Frau, die einen femininen Mann in dem Beispiel sehr interessant findet. Das Gefühle zeigen, traurig sein oder weinen als unmännlich gilt. Woher genau dieses Bild kommt, dazu später mehr. Michi hat jedenfalls für sich gelernt, dass Weinen etwas völlig Normales ist. Als ich damals diagnostiziert wurde, mein Burnout, ich bin auch erstmal komplett in Tränen ausgebrochen und da habe ich aber auch gar kein Problem mit, dass ich dann denke, oh nein, mein Hausarzt, der auch ein Mann ist, denkt jetzt, ich bin unmännlich. Absolut, absolut gar nicht. Aber ja, weinen ist auch sehr heilsam. Wenn es einfach so weit ist, dann ist es halt so weit, dann weinen halt einfach. Ist ja völlig in Ordnung. So, es sollte eben nicht deinen Alltag bestimmen. Es sollte nicht so sein, dass du jeden zweiten Tag in Tränen ausbrichst. Dann ist eben was in deinem Umgang mit Emotionen im Argen, sag ich mal. Aber dass man mal weint an einem Punkt oder einem anderen, ist ja völlig natürlich und auch nichts, was dann unterdrückt werden sollte. Aber auch da ist es einfach, glaube ich, Learning, indem man einfach macht. Männer werden sogar laut einer Studie als emotional kompetenter und intelligenter wahrgenommen, wenn sie sich mit ihren Gefühlen zurückhalten. Nach Hilfe zu fragen und oder in Therapie zu gehen, wird oft... Das ist ja interessant, das muss ich mir mal angucken. Das ist ja interessant, aha. Emotional restraint is good for men only. The influence of emotional restraint on perceptions of competence. Interessant, okay. The results show that men were indeed rated as both more emotionally competent and more intelligent in general when they showed restraint, confirming the notion that such restraint fits a positively valued Western idea of emotional reactivity. Aha, ja klar, also, das macht halt Sinn. Das ist halt der Punkt, den man von der anderen Seite argumentieren kann. Also die Studie hat eben gezeigt, dass wenn Männer in der Lage sind, ihre Emotionen zu restrainen, also quasi unter Kontrolle zu halten. Das hat ja was mit emotionaler Disziplin zu tun. Das ist das, wovon ich eben gesprochen habe. Sie werden als kompetenter dann wahrgenommen und als intelligenter. Und da zeigt sich das halt, dass Kontrolle über deine Emotionen als Mann einen großen Vorteil hat. Und interessanterweise steht es ja auch im Titel Emotional Restraint is good for men only. Das heißt, das Ganze hier, The present researchers investigated the notion that passionate restraint or manly emotion is a relevant emotion norm not only for men, but also for women and modern mist. Okay, ich dachte, da war nochmal der Punkt mit dem good only for men. Also es zeigt halt, dass für dich als Mann das ein ganz wichtiger Punkt ist, wo du wirst positiv wahrgenommen, auch von den Frauen natürlich, wenn du eine gewisse emotionale Kontrolle hast. Aber wie gesagt, ich habe das eben schon mal argumentiert, emotionale Kontrolle bedeutet eben nicht emotionale Unterdrückung, da muss man ganz klar unterscheiden. Ihren Gefühlen zurückhalten. Nach Hilfe zu fragen und oder in Therapie zu gehen, wird oft als schwach wahrgenommen. Stattdessen sollen Männer stark sein und alles allein schaffen. Das Bild ist heute noch stark in uns verwurzelt und psychische Krankheiten passen mit diesem Bild nicht zusammen. Ich brauche einfach professionelle Hilfe und das sollte als Mann, als Person jedes Geschlecht einfach super selbstverständlich sein. Und ich meine, also jetzt meiner eigenen Erfahrung nach, es gibt echt gefühlt nichts Männlicheres, als dass sich ein Mann und ein Mann in so einer Therapiesession meiner Meinung nach gegenübersetzen und dann einfach so straight über ihre Gefühle sprechen oder beziehungsweise die eine Person über die Gefühle und die andere das dann reflektiert. Was ist männlicher als das? Da sag ich. Das ist nicht unbedingt, würde ich jetzt nicht klassisch männlich nennen, aber ich glaube, was er meint mit diesem männlichen, witzigerweise, wir sind hier in so einer Doku, wo es immer darum geht, oh, es gibt nichts klassisch Männliches, aber er sagt, das ist so männlich, weil was er eigentlich meint, ist, es ist sehr mutig und in dem Moment sagt er, es ist sehr männlich, ja gut, es ist sehr mutig, das ist das Argument, was er hier gerade gebracht hat. Also Mut ist männlich, hat er gerade quasi gesagt. Es ist auf jeden Fall sehr mutig, das zu tun und braucht auf jeden Fall auch Überwindung. Er ist aber sicherlich der richtige Ort. Also wenn du alleine mit deinen emotionalen Problemen nicht klarkommst, dann ist der Gang zum Therapeuten absolut ein guter Weg, um einfach mal ein bisschen Klarheit zu schaffen und sich damit auseinanderzusetzen. Mic drop, preach und slay. Yas, Queen. Yas, Queen. Vor allem die Männer. Okay. Die sich stark an traditionellen Rollenbildern orientieren, sollen betroffen von psychischen Problemen sein. Mit der Analysis of the relationship between conformity to masculine norms and mental health in general. Individuals who conform strongly to masculine norms tend to have poorer mental health and less favorable towards seeking psychological help. Ja, okay. Mhm. Dazu hat ein Forschungsteam von der Indiana University eine Studie mit 20.000 Teilnehmern gemacht. Allerdings handelt es sich hier nur um rein statistische Zusammenhänge. Es lässt sich also nicht ableiten, was Ursache und was Wirkung ist. Der Psychotherapeut Bernhard Hungsberger ist auf was Ursache oder was Wirkung ist, ja okay, du kannst es auch, ja okay. Männergesundheit spezialisiert und sagt,
dass Männern oft eine Sprache für seelische Befindlichkeit fehlt. Also, dass zum Beispiel auf die Frage, wie es einem geht, oft nur ein gut kommt, einfach weil viele keine alternative Antwort auf die Frage kennen. Laut der Erfahrung in seiner Praxis steckt dahinter kein ich trau mich nicht, sondern ein ich kann nicht. Also das kenne ich zumindest von mir selbst, von früher. Hey, erst ab einem bestimmten Punkt, wenn ich so tief in meinem Kopf in meinem Problem bin, dann darf ich zur Therapie. Also ist das totaler Schwachsinn. Und das wird teilweise schon früh anerzogen. Je nach Erziehung und auch kulturellem Hintergrund kann das Weinen bei Männern oder auch bei Jungs schon als Zeichen von Charakterschwäche, Instabilität und als eine Form des Versagens angesehen werden. Wenn dir schon von der Kindheit an immer wieder deine Gefühle abgesprochen werden und du Trauer, Scham, Angst oder Hilflosigkeit nie richtig fühlen oder verarbeiten konntest, dann kann es einem auch schwerfallen, im Erwachsenenalter solche Gefühle zu erkennen. Auch heute hört man noch viel zu oft Sprüche wie Männer sprechen nicht über ihre Gefühle. Männer haben nur Karriere im Kopf und Finanzen. Sie denken nur an das eine. Sie beschützen und sind stark. Und ein Mann weint nicht. Und dieser Gedanke ist oft so krass, auch in den Köpfen von Eltern drin, dass man das unterbewusst direkt anerzieht und spricht dann plötzlich so mit seinem Sohn. Tell me what's wrong. I can't understand you why you're crying. And out of my own frustration of my role and responsibility of building him up as a man to fit into these guidelines and these structures that are defining this man box, I would find myself saying things like, just go in your room. Just go on in your room, sit down, get yourself together, and come back and talk to me when you can talk to me like what? Like a man. Dabei ist Weinen so wichtig für die mentale Gesundheit. Wenn man unterschiedliche Gefühle nicht versteht und erkennt, kann man auch wenige Schlüsse daraus ziehen und kompensiert vieles unterbewusst oder auch bewusst. Ja, aber ich glaube, man braucht auch nicht zu viele Schlüsse aus seinen Emotionen ziehen. Das ist eben gerade der Punkt, den ich vorhin gemacht habe. Ich glaube, es ist wichtig, seine Emotionen wahrzunehmen, aber es ist auch wichtig, seine Emotionen nicht überzubewerten und sich irgendwelche Geschichten darum zu erzählen, denn Emotionen sind auch oft nur etwas Vorbeiziehendes, etwas Momentartiges und nicht jede Emotion in jedem Moment bedarf einer tiefen Analyse. Es ist natürlich schon so, dass wenn ich jetzt permanent mich immer wieder darin wiederfinde, dass ich eine gewisse Emotion wahrnehme, die ich jetzt zum Beispiel Wut nennen könnte, dann liegt vielleicht irgendwas im Argen und dann gibt es vielleicht wirklich einen Grund, der das Ganze immer wieder heraufbeschwört. Zum Beispiel, wenn ich mich in irgendeiner Umgebung befinde, wo ich ständig das Gefühl habe, dass ich unterbuttert werde, zum Beispiel auf der Arbeit, und ständig ist es so, dass Leute mich übervorteilen, dass, keine Ahnung, Kollegen mich dazu überreden, dass ich deren Schicht übernehme und ich lasse es einfach zu und sage erst quasi, nee, ich habe eigentlich keine Lust, aber dann lasse ich mich doch überreden, oder der Chef hält mir extra Arbeit auf und statt zu sagen, hey, dass ich das eigentlich gerade gar nicht machen kann oder dass ich vielleicht auch schon frei habe, lasse ich es mit mir machen. Und ich glaube, sowas kann dann schon dazu führen, dass ich ständig eine gleiche Emotion wahrnehme, und dann ist es auch eine Geschichte, da kann auch eine sinnvolle Geschichte dahinter stecken, dass ich merke, okay, ich bin sauer, weil ich mich hier ständig übervorteilen lasse. Und dann kann ich natürlich was daraus lernen und tatsächlich was an meinem Verhalten ändern. Erkennst du keinen Zweifel, keine Warnsignale? Bei mir gab es auch schon Signale, die mein Körper mir gesendet hat, weit voraus, wo ich auch gesagt habe, ja, hier weg, ich muss weiter durchziehen, bin ja ein Mann, ich muss ja weiter durchziehen und weiter performen. Aber woher kommt das? Hier kommt es krass darauf an, wie man aufwächst. Ob die Erzieher im Kindergarten bei dem Sturz eines Jungen zum Beispiel sagen, steck der weg, und keine Emotionen begleiten, die im Zweifel schon unterdrückt werden. Es kann aber auch wie bei Michi laufen. Mir wurde von meinen Eltern aus irgendwie nie gesagt, dass ich nicht weinen dürfte oder so weiter. Ne? Also das ist ja, ich finde das ganz schlimm irgendwie, wenn auch so gerade Eltern irgendwie anderen heranwachsenden Kiddies sagen, dass sie quasi ihre Gefühle unterdrücken sollen, das zu unterdrücken und weiter so in sich hineinzuschauen. So natürlich entstehen dann einfach nur weitere Knoten, geistig, körperlich. Väter, die sich ganz bewusst von alten Rollenbildern lösen, mehr Zeit mit Familie und Familienaufgaben verbringen und die eine emotionale Bindung zum Kind suchen, genau dieser Wandel wird in der Geschlechterforschung als Caring Masculinities bezeichnet. Es kann aber auch sein, dass man noch mit sehr veralteten Rollenbildern erzogen wird oder man durch Vernachlässigung, Misshandlung oder Missbrauch keinen Bezug zu einem gesunden Umgang mit Gefühlen erlernen konnte und man keine Vorbilder hatte. Kinder von suchtkranken oder psychisch kranken Eltern zeigen oft eine große Distanz zu den eigenen Gefühlen. Wenn man Emotionen wie Trauer oder Angst nicht richtig erleben kann, können Menschen depressiv werden. Und um Hilfe zu bitten als Mann ist deutlich schwerer, da es nicht zum gesellschaftlichen Bild der Männlichkeit passt. Experten sagen aber auch, dass manche Männer ihre eigenen depressiven Gefühle selbst schlecht zu spüren scheinen, wahrscheinlich weil sie sie aufgrund ihrer Erziehung verdrängen. Zumindest können sie sie oft nicht gut verbalisieren. Issa hat es im Umgang mit seiner Depression geholfen, Dinge aufzuschreiben. Ich habe ja damals angefangen, halt einfach Tagebücher und so zu schreiben, weil ich wusste, okay, mir hört eh niemand zu, und ich wusste auch nicht ganz, wie ich gewisse Sachen in Worte fassen kann. Aber als ich dann angefangen habe, offen darüber zu reden und meine Tagebücher in Videos verpackt habe, habe ich gemerkt, yo, immer mehr Leute können zu dem relaten, was ich so sage, und finden das auch gut, wie ich das sage. Und ich habe dann immer mehr noch Gedanken gut von anderen dazu bekommen und wusste dann besser, wie ich über das und das und das reden kann. Ich glaube, wir machen hier mal einen Cut, bevor wir zu toxischer Maskulinität für den nächsten Teil kommen. Aber ja, ich glaube, was der Mann sagt, ist gar nicht schlecht, das Ganze in Tagebüchern zu verarbeiten. Cooler Standbild. Das Ganze in Tagebüchern zu verarbeiten. Macht sicherlich Sinn. Ich habe ja schon gesagt, ich würde nicht empfehlen, alles immer in Geschichten quasi aufzuarbeiten, jede Emotion. Aber für den Anfang macht das sicherlich Sinn. Also ich glaube, was man festhalten kann, und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht, das ist tatsächlich ein sehr interessantes Thema. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo zwischen diesen beiden Camps. Du hast auf der einen Seite dieses, ich sag mal, Red Pill Camp, was immer argumentiert, okay,
Männer, es ist nur deswegen so, dass Männer keine Emotionen zeigen, weil eben Frauen die Männer wählen, die eher stoisch sind, die eher kontrolliert sind und die ihre Emotionen eher in Kontrolle haben. Wir haben auch eben diese kleine Studie da gesehen, wo es darum ging, dass Männer als emotional kompetenter und auch intelligenter wahrgenommen werden, wenn sie in der Lage sind, ihre Emotionen zu restrain, zu kontrollieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber schon so, dass wenn ich jetzt im Elternhaus ständig von allen Leuten in meiner Umgebung höre, du bist ein Mann, du darfst nicht weinen oder das ist diese Emotion ist falsch, weil du bist ein Mann, also ein Mann ist nicht traurig oder ist nicht verzweifelt oder was auch immer, dann bringt mir das natürlich auch überhaupt gar nichts, was den guten Umgang mit Emotionen angeht, dann lerne ich daraus nichts und dann habe ich natürlich so einen Unterdrückungsteil wieder am Laufen. Also ich glaube, man muss auf der einen Seite erkennen, dass dieses Unterdrückung der Emotionen durch Sozialisation, das ist schon auf jeden Fall ein Riesending und ist unhilfreich. Also ich würde es einfach so zusammenfassen, Leute lernen einfach keinen ordentlichen Umgang mit Emotionen in ihrem Elternhaus. Das muss aber nicht nur Männer betreffen, das kann auch Frauen betreffen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Frauen eben Männer wählen, die emotional ein bisschen stabiler sind. Das heißt, am Ende des Tages geht es darum, dass du lernst, wie du optimal mit deinen Emotionen umgehst, um dann eben A, der Mann zu sein, der sich selbst das Leben gestalten kann, was er sich gerne gestalten möchte und auch B, attraktiv für die Frauen zu sein. So, das ist, also du hast nur Bonus davon, wenn du guten Umgang mit deinen Emotionen lernst und once again, guter Umgang mit Emotionen ist nicht Unterdrückung der Emotionen, aber ist eben auch nicht ständig emotional zu sein und sich von seinen Emotionen kontrollieren zu lassen. Am besten diszipliniert man mal seine Emotionen, was aber auch bedeutet, dass man seine Emotionen wahrnehmen kann, aber eben sein Leben nicht davon permanent bestimmen lässt. Aber lass mir in den Kommentaren gerne wissen, was du dazu denkst, wenn du den perfekten Umgang mit deinen Emotionen lernen willst. Das sind auch Themen, die wir zum Beispiel in einem gemeinsamen Coaching angehen. Wenn das interessant für dich klingt, wenn du Frauen kennenlernen willst im Alltag, denn online funktioniert das Ganze ja nicht so besonders gut, dazu vielleicht in zukünftigen Videos noch mehr, dann lass es mich gerne wissen. Unten in der Beschreibung ist eine E-Mail-Adresse, an der du mir eine E-Mail schicken kannst mit deiner aktuellen Situationsbeschreibung, ein paar Eckdaten von dir, was ist dein Name, was machst du vielleicht beruflich, wer alt bist du und wo kommst du her, deine aktuelle Situationsbeschreibung, deine Handynummer und dann werde ich dich für ein unverbindliches Beratungsgespräch anrufen und wir gucken mal, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. Danke, dass du da warst und wir sehen uns in Teil 2 zu Männlichkeit und Psyche, warum Männer oft heimlich leiden, toxische Maskulinität und ich glaube, es wird sehr wild.